Kurkuma Latte. Ich habe die neulich im Coffeeshop mal getrunken und habe mal wieder gedacht, das kann man genauso gut zu Hause selber zubereiten. Also dranbleiben und bis gleich. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Bevor wir mit der Kurkuma-Latte loslegen, braucht ihr noch ein paar Zutaten. Ihr braucht auf jeden Fall Milch, Kurkuma, Zimt, Vanille, etwas buntem Pfeffer und wer möchte, nimmt noch Ahornsirup. Und jetzt können wir anfangen. Als erstes erwärme ich die Milch ganz langsam. Jetzt kommen die Gewürze hinzu. Kurkuma, Zimt, Vanille und etwas bunten Pfeffer. Wer möchte, verwendet noch etwas Ahornsirup. Das Ganze jetzt langsam erwärmen und gut umrühren. Hat sich die Milch gut mit den Gewürzen verbunden und ist die Milch optimal warm, bereite ich den Milchschaum zu. Jetzt gebe ich die Kurkuma-Milch einfach in Gläser und gebe den Milchschaum hinauf. Wer möchte, kann noch etwas Zimt obendrauf machen oder eben Kurkuma. Und jetzt das Ganze einfach lecker genießen. Kurkuma-Latte, warum nicht? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann schenkt mir einen Daumen hoch oder teilt das Rezept mit euren Freunden. Und wie ihr seht, sind an der Seite hier noch zwei andere Videos verlinkt zum Weiterklicken. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Montag. Das nächste Video gibt es hier am Mittwoch. Ich freue mich schon auf euch. Bis Mittwoch und tschüss.